Hi Leute und herzlich willkommen zurück. Ich hatte heute mal Lust auf ein neues Format, welches ich mal ausprobieren wollte, nämlich Top 10 Listen. Ich weiß, es ist vielleicht so ein kleines Klischee-Format, aber ich finde es persönlich immer wieder ganz schön, solche Videos zu sehen und mir daraufhin so ein kleines eigenes Meinungsbild zu dem entsprechenden Thema zu überlegen. Ich habe mir jetzt als erstes Thema Asterix-Hefte genommen, weil ich einfach finde, dass es etwas relativ Simples zum Ranken ist und ich auch mit allen Heftchen aus meiner Kindheit noch relativ gut vertraut bin. Ich habe letztens einfach nochmal eins dieser Comics in die Hand genommen und auf der Rückseite gibt es ja eine Liste von allen 33 Bändern. Und ja, da habe ich mich einfach mal auf die Rückseite stammend gefragt, welches dieser Comics denn jetzt meine Lieblinge sind. Ich werde auch nur die ersten 33 von Albert Uderzo und Goscinny raten, weil ich alle nach Gallien in Gefahr nicht gelesen habe. Also Bände, die nach Gallien in Gefahr herausgekommen sind, werden es leider nicht auf diese Liste schaffen können und werden hier nicht in Betracht gezogen werden. Okay, Bein Teutates, dann geht's los mit der Top 10. Auf dem 10. Platz befindet sich der Seher. Es geht um den Scharlatan Lügfix, der während eines Gewittersturms das gallische Dorf aufsucht, um dort Unterschlupf zu suchen. Er gibt sich als Seher aus, um an gutes Essen und Schmuck zu kommen, da er behauptet, aus diesen die Zukunft der Gallier sehen zu können. Naiv wie sie sind, fällt fast das gesamte Dorf auf den Schwindel herein und lässt sich von Lügfix Honig ums Maul spielen, nachdem sie ihm ihre Ware gebracht haben. Was ich an diesem Comic wirklich richtig gut finde, ist überhaupt die Idee, einen Seher einzubauen. Ich finde, das ist mal etwas Innovatives und Erfrischendes. Und außerdem natürlich den Humor, denn dadurch entstehen ein paar richtig interessante und lustige Situationen. Besonders witzig wird es, als die Römer im weiteren Verlauf des Romans Lügfix schnappen und festnehmen und er sie verzweifelt davon überreden möchte, dass er doch kein richtiger Seher ist, damit sie ihn gehen lassen. Wie der Zufall es will, treten ab diesem Punkt aber tatsächlich all seine Wahrsagungen ein, sodass die Römer ihn nicht aus ihren Fängen lassen wollen. Auf Platz 9 habe ich mit Asterix bei den Briten den absoluten Asterix-Klassiker schlechthin gesetzt. Asterix Vetter Tefax aus Britannien befindet sich mit seinen Volksgenossen im Kampf gegen die Römer und bittet die Gallier aus diesem Grund darum, sie mit ihrem magischen, unbesiegbar machenden Trank zu unterstützen. Kurzerhand braucht Miraculix Tefax also ein frisches Fass-Zaubertrank und Asterix und Obelix begleiten ihn auf seiner Reise zurück nach Britannien, um sicherzustellen, dass das Fass auch auf jeden Fall sicher ankommt. Allerdings wird dem Trio das Fass während ihrer Reise von den Römern abgenommen und so beginnt eine spannungsgeladene Suche nach dem Zaubertrank quer durch das ganze Land. An dem Comic gefällt mir besonders das stereotypische Auftreten der Briten, gerade wenn es um ihr übertrieben höfliches Auftreten geht oder aber darum, während eines blutigen Gemetzels eine Tea-Time einzulegen. Auf Platz 8 befindet sich eines der ersten Comics, die ich je gelesen habe, nämlich Asterix als Gladiator. Der Präfekt Galliens, Alava Comgetippus, erscheint im römischen Lager Kleinbonum und verlangt vom Centurio, ihm einen der unbesiegbaren Gallier zu bringen, um ihm Cäsar zum Geschenk machen zu können. Es trifft den Baden Tubalix. Und obwohl alle eigentlich ganz froh über die nun herrschende Stille im Dorf sind, so können sie ihren Baden natürlich nicht einfach im Stich lassen. So begeben sich Asterix und Obelix also nach Rom, wo sie erfahren, dass Trubadix bei den nächsten Zirkusspielen den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden soll. Um ihn aus dem Zirkus zu befreien, bewerben sich beide als Gladiatoren. Dabei stimmen sie nach eigener Lust und Laune und natürlich mit Asterix Überzeugungskunst ihre Mitkämpfer so um, dass sie das komplette Programm des Zirkus auf den Kopf stellen. Besonders zum Ärger ihres Gladiatorentrainers Gaius Optus und natürlich Julius Caesar. Mit Asterix der Averna-Schild auf Platz 7 treten die Gallier wieder einmal einen Ausflug aus ihrem kleinen Dörfchen an. Den Häuptling des Dorfes, Majestix, plagen unglaubliche Magenschmerzen, woraufhin der Druide Miraculix diesem rät, eine Kur im Averna-Land zu machen, wohin Asterix und Obelix ihn natürlich begleiten. Auf dem Weg dorthin gibt es eine kleine Auseinandersetzung zwischen Asterix und Obelix und ein paar Römern, wie man es ja kennt. Caesar wird von diesem Vorfall allerdings Bericht erstattet und so plant er, die Gallier durch einen Siegeszug auf dem Schild des Fährten Getorix, dem ehemaligen Häuptling Galliens, die Gallier ein für alle Mal einzuschüchtern. Allerdings ist der Schild gestohlen worden, was römische Truppen dazu veranlagt, das gesamte Avernaland zu durchsuchen, in der Hoffnung, den Schild wiederzufinden. Asterix und Obelix bekommen von Caesars Plan natürlich Wind und versuchen alles daran zu setzen, um möglichst vor Caesar an den Averna-Schild zu kommen, um seinen Triumphzug zu verhindern. Es folgt eine spannende Suche durch das gesamte Averna-Land, wobei die Aussprache der Averna zum absoluten Running Gag wird. Auf Platz 6 befindet sich mit Asterix und Kleopatra natürlich wieder ein weiterer absoluter Klassiker, der unsere gallischen Helden ins alte Ägypten führt. Der Architekt Numerobis wird von Kleopatra dazu beauftragt, für Caesar einen prunkvollen Palast innerhalb von nur 3 Monaten zu bauen. Da er im Falle des Scheiterns Kleopatras Krokodilen zum Fraß vorgeworfen werden soll, sucht er seinen alten Freund Miraculix auf, dessen Zaubertrank seine Bauarbeiter stärken soll. Miraculix erklärt sich natürlich dazu bereit, Numerobis zu helfen
und begleitet ihn gemeinsam mit Asterix und Obelix nach Ägypten. In Ägypten angekommen, machen sie allerdings unschöne Bekanntschaften mit Pyrrhadones, dem Rivalen von Numerobis, der versucht, seine Bauarbeiten zu sabotieren. So startet ein spannender Wettkampf gegen die Zeit und natürlich Pyrrhadones. Und auch ein absolut tolles Comic mit sehr viel Humor und Charme. Auf Platz 5 der Liste befindet sich meines Wissens nach das erste Asterix-Comic, das ich jemals gelesen habe, nämlich Die Goldene Sichel. Beim Mistelnschneiden zerbricht die Goldene Sichel des Druiden Miraculix, der unbedingt eine neue braucht für das anstehende Druidentreffen im Kanutenwald. Asterix und Obelix begeben sich nach Lutetia, um ihm ein neues Werkzeug von dem berühmten Sichelhersteller Talentix zu beschaffen. In Lutetia angekommen ist Talentix allerdings spurlos verschwunden. Irgendetwas scheint an der Sache faul zu sein. Und so schlagen sich die Gallier in beinahe detektivischer Manier durch die gesamte Stadt, in der Hoffnung, Talentix zu finden, sodass Miraculix seine goldene Sichel erhalten kann. Ich finde die Story dieses Comics unglaublich gut geschrieben und sie verfügt über einen großartigen Spannungsbogen. Und natürlich sind wie immer jede Menge Witze am Start und toller Humor. Auf Platz 4 folgt der Favorit einer Großzahl von Fans, nämlich Asterix als Legionär. Der Verlobte von Obelix Schwamm-Falbala, Tragicomix, wurde von römischen Truppen gewaltsam in ihr Heer eingezogen. Da die Truppen nach Afrika auswandern wollen, wollen Asterix und Obelix versuchen, möglichst schnell nach Condate, von wo aus das Heer startet, zu kommen, um Tragicomix vor einer möglichen Abreise abzuhalten, damit er zu Falbala zurückkehren kann und die beiden heiraten können. In Condate angekommen, erfahren Asterix und Obelix allerdings, dass die Truppen bereits ausgewandert sind. Um Teil des Nachzüglertrupps zu werden, melden Asterix und Obelix sich als Freiwillige zur Legionärsausbildung an und finden sich prompt in einer bunt zusammengewürfelten Truppe an Auszubildenden und einem überforderten Centurio wieder. Die Bronzemedaille dieser Liste geht an die Lorbeeren des Cäsar. Asterix und Obelix besuchen gemeinsam mit Majestix und seiner Frau Gute Miene ihren Bruder Homöopathix in Lutetia. Beim Essenstisch erzürnt Homöopathix allerdings die Gemüter von Häuptling Majestix, der ihm beweisen möchte, dass er ihm ein besseres Mahl auftischen kann als diese Schweinereien, die er gerade vorgesetzt bekommt. Leicht angetrunken verliert Majestix dabei komplett die Fassung und schwört Homöopathix, ein Ragout aufzutischen, gewürzt mit den Lorbeerblättern vom Lorbeerkranz des Julius Caesar. Nachdem er beim Essenstisch so hohe Töne gespuckt hat, muss Majestix seinem Versprechen natürlich nachgehen und schickt Asterix und Obelix somit nach Rom, um ihm die Lorbeeren des Caesar zu bringen. Der einfachste Weg, um in Caesars Palast zu kommen, so beschließen beide, ist, sich auf dem Sklavenmarkt anzubieten, um dort hoffentlich von einem von Caesars Dienern gekauft zu werden. Als sie dann allerdings von einem anderen Haushalt gekauft werden, müssen sie sich einen Plan überlegen, um irgendwie rausgeschmissen zu werden. Ich finde, der Comic erzählt eine simple, aber gute Geschichte, ist spannend und insgesamt einfach richtig witzig. Der Runner-Up auf meiner Liste ist die Tour de France. Generalinspekteur Lucius Nichtsalzverdruss erhält von Caesar den Auftrag, das gallische Dorf ein für alle Mal zu besiegen, was ihm natürlich nicht gelingt. Als Plan B möchte er eine Mauer rund um das Dorf der Gallier bauen, um es ein für alle Mal von der Außenwelt zu isolieren. Asterix schlägt dem Generalinspektor daraufhin eine Wette vor, welche besagt, dass er die Mauer wieder herunternehmen solle, wenn es ihm und Obelix gelingt, aus jeder Region Galliens eine traditionelle Speise zu beschaffen und ihm daraufhin zu einem Festmahl einzuladen. Er willigt ein und so dürfen die beiden Krieger das Dorf verlassen und sich auf die Reise machen. Nichtsalzverdruss möchte die Wette natürlich gewinnen und schickt den beiden Galliern daher römische Legionen hinterher, um sie davon abzuhalten, alle Speisen zu erhalten. Dadurch ergibt sich eine spannende und urkomische Reise durch das ganze Land. Ich persönlich liebe ja Abenteuer, bei denen es stets abwechslungsreiche und interessante Orte gibt, da dies, finde ich, einfach ein abenteuerliches Gefühl vermittelt. Deshalb kommt dieses Comic bei mir auf den zweiten Platz. Außerdem kommt das erste Mal in diesem Comic Idefix vor. Und die Krone geht an Asterix und der Kupferkessel, meine Nummer 1. Der gallische Häuptling Moralelastix besucht mit seinem Gefolge das Dorf unserer gallischen Helden, um ihnen seinen wertvollsten Schatz zu vertrauen. Ein Kupferkessel voller Sesterze. Dies tut er, um sein Geld vor den Steuereintreibern zu schützen, die im gallischen Dorf seit einiger Zeit zum Glück nicht mehr auftauchen. Er verlässt das Dorf und möchte den Kessel wieder abholen, sobald der Steuereintreiber in seinem Dorf wieder vorbeigeguckt hat. Asterix erhält die Aufgabe, den Kessel zu bewachen. Doch gleich nach der ersten Nachtwache kommt der Schrecken. Jemand hat ein Loch in seine Hinterwand gebohrt und der Inhalt des Kessels ist spurlos verschwunden. Asterix wird von seinem Dorf schweren Herzens verbannt, bis es ihm wieder gelungen ist, den Kessel zu füllen. Obelix begleitet ihn dabei natürlich und die beiden versuchen so schnell wie es geht, möglichst wieder viel Geld einzutreiben, was ihnen mehr schlecht als recht gelingt. So versuchen die beiden durch allerlei Aktivitäten wieder Geld einzutreiben, beispielsweise durch den Verkauf von Wildschweinen, dem Antreten in einem Gladiatorenkampf, Glücksspiele sowie einem Banküberfall. Das führt zu einigen echt urkomischen Situationen und macht den Kupferkessel zu meinem Nummer 1 Asterix-Comic.
Das war also meine Liste von meinen Top 10 Asterix-Comics. Was mich interessieren würde, ist, wie eure Liste ausschaut und was eure Lieblings-Asterix-Comics sind. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Like und abonniert den Kanal. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.